endlich wieder schwimmen, tauchen und planschen. Monatelang war das Corona-bedingt in Deutschland nicht möglich. Dieses Freibad im nordrhein-westfälischen Billerbeck macht seit heute wieder Menschen richtig glücklich. Weltklasse. Die Temperaturen sind super, das Wasser passt. Erfrischend. Bisschen kalt. Nach 6 Monaten praktisch ohne Schwimmen natürlich ein richtig gutes Gefühl. Deutschlandweit sind wir von einer Normalität zwar noch weit entfernt. Den Kaffee gibt's noch to go statt im Café, aber es geht voran. Noch vor 2 Wochen war die Infektionskarte des Robert-Koch-Instituts tiefrot gefärbt. Jetzt gibt es immer mehr hellrote und orangefarbene Flächen. Alles Landkreise mit niedrigen Inzidenzen. Das alles dank der Einschränkungen, Impfungen und Testmöglichkeiten. Das war jetzt 3 Monate alles Debakel, Desaster, Fiasko und ich habe jetzt auch keine rosarote Brille. Es gibt genug Dinge, die wir im Zweifel hätten auch früher besser machen können. Aber wenn jetzt mal was gelungen ist, finde ich, sollten wir es auch wahrnehmen. Wo die Inzidenz 5 Werktage stabil unter 100 liegt, fällt die Bundesnotbremse weg. Also keine Ausgangs- oder verschärften Kontaktbeschränkungen. Je nach Länderverordnung gibt es dann Lockerungen in Gastronomie, Kultur, Bildung und bei privaten Kontakten. Leute treffen, Freunde treffen, Restaurants gehen. Mal ein Wochenende irgendwo anders hin, das wäre schön. Das gute Wetter steht uns bei den sehnsüchtig erwarteten Lockerungsfortschritten hilfreich zur Seite. Wir kommen in die warme Jahreszeit. Es ist so, dass die Menschen sich eher draußen aufhalten. Die Sonne steigt immer höher und die UV-Einstrahlung nimmt zu. Das sind alles Faktoren, die schlecht für das Virus sind und gut für uns. Auch wenn es in Billerbeck mit 13 Grad Außentemperatur noch recht frisch war, der Anfang ist gemacht und die Aussichten sind gut.